Moin und herzlich willkommen zu einem neuen Farmvlog. Ihr habt eben schon gesehen vielleicht, oder ich schneide es gleich rein. Wir sind am Ballenpacken. 236 Ballen sind hier oben jetzt schon. Und wir haben aber leider nicht alles geschafft. Wir haben jetzt abgebrochen, weil das jetzt anfängt zu donnern. Dann haben wir jetzt alles reingeschoben. Hier steht ein Anhänger. Einer steht im Mähdrescher-Schuppen und einer quasi unter uns. Genau, alles just in time hier. Aber gut, dass ich gestern alles weggepresst habe. Ich glaube, heute hätten wir die anderen drei Schwaden hier nicht mehr weggekriegt. Aber jetzt kann ich erstmal schön Gülle fahren. Güllefass habe ich jetzt schon reserviert, das hole ich gleich ab. Also alles tipptopp. Heu gerade runter, nächsten Tag Gülle rauf, Regen. So soll es sein. Herrlich. Oh, es fängt schon an zu trappeln. Wie gesagt, der andere Wagen steht hier, einer da und einer im mehreren Schuppen. Beinpresse steht hier jetzt. IHC hatte leider keinen Platz mehr, steht jetzt nur zur Hälfte hier unter. Und der Heuwender ist leider nach draußen, hätte ich auch noch gern drin gehabt, aber naja, ist jetzt so. Ich hoffe, ich schneide das jetzt alles richtig zurecht. Ich habe schon gesehen, ich habe zwei, drei Dateien vom vorletzter Woche sogar schon gar nicht mit reingeschnitten im Vlog. Das ärgert mich richtig. Ich habe jetzt auf dieser GoPro ich Material für 4 Vlogs. Ja, das muss ich irgendwie alles zurechtschneiden und erstmal gucken, welcher für welchen Vlog ist. Lähnchen, ne? Naja, so, ich mache hier gleich mal die Kuhle auf. Ich hoffe, hier ist noch genug Gülle drin. Ich habe noch gar nicht reingeguckt, nachdem er hier gefahren hat, wie viel da drin ist. Mal gucken, ob ich die so da runter gerüscht kriege, die Platte, sonst muss ich es eben mit dem Frontlader machen. Aber ich glöf das geil. Nur nicht da reinfallen lassen, das wird ganz blöd. So reicht ja eigentlich schon. Das könnte knapp werden. Muss ich mal gucken. Na, jetzt setzen wir ins Auto und dann geht das los. Regnet schön weiter, herrlich. So, dessen. Ich krieg zu viel. Ich habe jetzt 3 Fass gefahren und jetzt saugt das Fass irgendwie nicht mehr richtig ein. Das kann aber eigentlich nicht daran liegen, dass er zu tief ist. Klar dauert das jetzt ein bisschen länger, aber zu tief kann das eigentlich nicht sein. Und hier ist ja gar nichts drin. So, hier habe ich auf der Pumpe eben noch neues Öl raufgemacht. Aber das größte Problem ist, denke ich, seit dem letzten Fass ist das, dass er hier total viel Falschluft saugt. Ich hatte eben schon den Verteiler zweimal ab, den Schieber, da diese Nut, wo das drin sitzt, sauber gemacht. Den Schieber an sich sauber gemacht, aber da sitzt nichts drin. Ich habe keine Ahnung, ob der gebogen ist oder so, keine Ahnung. Und eben hatte ich den ganzen Verteilerkopf abgenommen und da den Eimer vorauf gesteckt, dass ich keine Luft mehr saugt. Aber das ist ja auch nicht die Möglichkeit. Und ich habe jetzt auch nichts, was ich hier so schön reinstecken kann. Am besten wäre irgendwie so ein Holzbrocken oder so hier mal eben rauf. Ah, scheiße, ey. Also schockt das überhaupt nicht. Vor allen Dingen, das Fass wird überhaupt nicht voll. Hört man vielleicht. Scheiße, ey. Jo, nützt wohl nichts. Muss ich halt doch mal hinten den Eimer rauf machen. Ich habe den Verteiler jetzt abgenommen. Den Eimer jetzt rauf. Und jetzt zieht er auf jeden Fall deutlich weniger Falschluft. Hört man ja. Ja, der ist halt so. Los und einfach aufgesteckt. Weiß ich auch nicht, wie das auf einmal kommt. Aber naja. Ja, und jetzt saugt er auch einigermaßen. Also er saugt so viel Falschluft, dass er aus der Tiefe nichts mehr hochkriegt. Tja.
erste Stück haben wir gleich vollgefahren, das Hektarstück. Wir haben jetzt mit ihm umgesetzt in diese Kuhle, weil das hier deutlich höher noch steht. Und hier geht das auch besser zu saugen. Erstmal kriegt er es natürlich schneller hoch, weil er nicht so tief saugen muss. Und hinten saugt jetzt auf einmal auch keine Falschluft mehr, wenn er nicht so tief saugen muss. Wahrscheinlich hat das andere zu viel Kraft gekostet. Ich meine, ganz, ganz bisschen saugt ja auch noch. Aber jetzt kann ich meine Hand vorhalten, da passiert nichts. Also das ist minimal. Tja, aber mir soll es recht sein. So, das Tor hin. Und dann fahren wir noch ein paar Fässchen. Achso, und weil ich die Fragen jetzt schon in den Kommentaren lese, nein, das ist nicht mein Träger, der ist geliehen, das Fass ist geliehen und die Gülle wird hier eingelagert von einem Landwirt und ich darf die mit benutzen. So, wir haben noch mal eben ein bisschen in Kartoffeltechnik investiert und zwar eine Sortiermaschine. Eigentlich sehr guter Zustand. Zwei Siebe sind auch noch mit bei für verschiedene Kartoffelgrößen. Die wurde noch mit Antiwurmmittel bestrichen immer, deswegen so
das Holz auch eigentlich sehr gut noch. Und ja, wir schließen die gleich mal eben an. Eigentlich sollte alles laufen, denke ich. Ist mit E-Motor und ich glaube, Handbetrieb geht auch theoretisch. Gucken wir mal. Geil. Top Ding, würde ich sagen. Überall einmal fett ran, dann läuft die Kiste. Ja, ganz so viel Regen wie angesagt waren die letzten Tage, kam leider nicht zusammen. Eigentlich war, ich glaube, beim Pressing-Tag danach oder so waren, glaube ich, 17 Liter angesagt. Und ja, zwei kamen dann nur runter. Das ging die ganze Zeit immer so. Ich glaube, das meiste, was wir hatten, waren 4 Liter oder so an einem Tag mal. Also leider nicht ganz viel gebracht, aber immer noch besser als gar nichts. So manche hatten in den Kommentaren auch geschrieben, warum ich hier beim Grünlandmähen nicht vorher mit der Drohne mal eben rüber geflogen bin, wegen den Kitzen. Es hätte auch nichts gebracht. Als ich das zweite oder das erste Kitz, jedenfalls das, was da reingelaufen ist, mitverfolgt habe, da stand ich genau über dem Kitz und dann, ich habe es nicht mehr gesehen im Gras und das war genau zwischen meinen Beinen. Es ist aufgesprungen und ja, einmal durch die Mitte weg. Ich habe das nicht gesehen, obwohl ich genau über dem stand. Also mit Drohne hätte ich das dann auch nicht gesehen. Deswegen, das, wenn dann funktioniert das nur mit Wärmebildkamera, aber das habe ich ja nicht. Naja, das dazu und dann sollte das erstmal gewesen sein zu diesem Video. Vielen Dank fürs Zusehen, guck gerne mal bei Instagram vorbei, kuxland_agrarvideos. Und dann bis, nächsten Vlog ist Mittwoch. Ciao!